Jo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 4. Wir sind hier im Monduntergrund stehen geblieben, viertes Untergeschoss und ja, ich würde sagen, wir gucken mal, was hier so schönes oder auch nicht schönes ist. Erst einmal sind hier drei Hexen. Ja, sehr schön. gut. An sich sind sie nicht das größte Problem. What the fuck? Mal sehen, wie viel Kane. 187, ja gut. Dafür, dass er eigentlich vier Items trägt, die resisten sollen. Ja, ne? Hätte es eigentlich nur eins machen dürfen. Aber gut, ich beschwere mich mal nicht. Ich weiß, dass ich es gerade sozusagen getan habe, aber ich beschwere mich mal nicht. Es ergibt keinen Sinn, was ich teilweise rede. So, einmal Vitalik auf alle. Oder kann es sein, dass die Hexen stärker werden, je mehr Hexen dabei sind? Weil ich meine, jetzt gerade 1200 Damage mit Feuerer war ein bisschen sehr krass. Aber gut. Okay. Ich hoffe aber wirklich, dass ich jetzt bald mal einen Zeltplatz finde, weil Forums MP gehen langsam aber sicher zu Ende. Ich meine, ich habe jetzt nur noch 100 MP. Sind immer noch mehr als Teller jemals hatte, aber ja, ne? Warum rede ich eigentlich über Teller? Der ist schon vor zigtausend Parts gestorben. Aber gut. Warum greife ich so an? Ich weiß es nicht, egal. Deswegen greife ich so an. Genau deswegen. 10.201 Erfahrungspunkte. Warum diese 1? Okay. Gehen wir mal hier runter. Gehen in die Höhle rein. Und finden eine Kiste mit einem Elixier. Warum nicht? Feine Elixier wäre mir lieber gewesen, aber hey. Ja, genau das. Ich behaupte mal, alle gehen mal hinten auf die Hexe drauf. Ja, von den Drachen habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich viel Angst. Da mache ich gleich ein Feuerrad drauf und dann ist er sowieso schon fast tot. So. Nein, nicht meine MP. Ich brauche sie doch als Paladin so sehr. Ach, warte mal, brauche ich nicht. Wow, du machst auch immer weniger, ne? So. Ich glaube, es hat sich bei dir erledigt mit den Heilen. Steh mal wieder auf, danke. Sie war gerade dran, oder? Ja, scheiße. Ich dachte, Kane wäre dran gewesen. Ach, komm schon. Stirb endlich. Danke. Ich glaube, er hat das gehört, dass ich ihn nicht als Bedrohung ansehe, deswegen, ne? Wollte er mal was tun oder so. Aber trotzdem war es nicht wirklich gefährlich, was er da gerade getan hat. So. Einmal Vitaga. Und nochmal Vitaga. Da habe ich zwar absolut keine MP mehr. Allerdings sind wir wieder relativ voll und wo habe ich die Ether? Da habe ich. Puh, scheiße. Wisst ihr was? Ich hoffe einfach mal, dass unten ein Rastplatz drin ist. Sieht leider nicht so aus. Dino Zombie. Ich meine, wenn das schon Zombie steht, dann hat er eindeutig eine Heiligschwäche. Allerdings habe ich gerade relativ keine Möglichkeit, ihn mit Heilungsmagie anzugreifen. Oder Weißzahn. Der ist ziemlich weiß, dieser weiße Zahn. Wusstet ihr das? Ja. Ah, mit den goldenen Drachen. Ich glaube, wir sind an der Etage angekommen, wo die Gegner mal ein bisschen stärker werden. Also, was heißt ein bisschen stärker? Die waren auch so schon stark genug. Aber ja, ne? Ihr wisst, denke ich, was ich meine. Scheiße. Oh Gott, was? Das erste, was ich jetzt erstmal mache, ist dir ein scheiß Elixier reindrücken. Und du hau ab.
Okay. Schaden hält sich im Rahmen. Das ist sehr schön. Und soweit ich weiß, hat er entweder Resistance gegen alle Zauber oder alle Zauber sind normal. Eins von beiden war es immer. Was zur Hölle? Das sieht ziemlich nach Resisted aus. Und tschüss, Cecil. Wie soll ich bitte so schnell zur Heilung rübergreifen? Oder greift er ihn immer dann an, wenn ich ihn angreife? Wird nämlich auch irgendwie Sinn ergeben. Ja, sieht nämlich so aus. Dann greife ich erstmal kurz nicht an. Und du? Hast du vielleicht irgendwie was? Ah, machen wir mal Tornado XD. Aber klar, dass es daneben geht. Das wäre ja lustig gewesen, wenn es getroffen hätte und er gleich tot wäre, wenn Kane runterkommt. Ja gut, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau das passiert? Musstest du jetzt schon runterkommen? Okay, genau, ja. So, dann kann ich wenigstens Cecil einmal wieder vollfüllen. So. Als ob er so fast genau gekillt hätte, ne? Diese 16 HP, die sogar noch mehr gemacht hat. Ach ja. Ich könnte Beben noch versuchen, aber keine Ahnung, ob das wirklich Schaden macht. Sieht nicht so aus. Autsch. Okay, einmal Komplettheilung, mehr oder weniger. Also ich behaupte mal, alle sind jetzt voll. Er lebt ja immer noch. Alter. Kann ich Analyse drauf machen? Wow, wenn nicht mal Analyse trifft, ne? Ach ja. Ich mach mal Bluff. Dann steigt meine Magie immerhin. Kann ich sonst irgendwas machen, was eventuell was bringen könnte? Ich glaube nicht. Dann mach einfach mal Vitra, weil warum nicht? Süße Heilung. Ja. Okay, er ist tot. 65.000 Gil. Holy shit. Und 11.400 Erfahrungspunkte. Dafür, dass es ein Gegner ist, der eigentlich nur kontert, ist das fucking viel. Aber gut, Cecil ist eine Stufe gestiegen. Sehr schön. Und eine Sternroute. Bitte lass die Palom tragen können oder so. Danke. Eine Route, in der Kraft der Sterne schlummert. Heißt das, ich kann jetzt Meteor einsetzen? Haha, ha, ha. Steht ja, weil Sterne, Meteoriten kommen aus Weltall, Sterne und. Ich habe noch nicht mal gegen einen goldenen Drachen gekämpft, da will ich nicht gleich gegen zwei auf einmal kämpfen. Eventuell, verständlich. Aber nur eventuell. Und nach wie vor hoffe ich, dass hier endlich mal irgendwo ein Zeltplatz kommt. Da liegt wieder eine Waffe für irgendjemanden. Das sieht aus wie eine Peitsche, also für Guldia wahrscheinlich. Okay, und gegen diese Drachen werde ich erst recht nicht kämpfen. Es gibt also die Drachen, die diese Form haben, sind eigentlich genauso stark wie der Final Boss und ja, muss nicht sein. Warum kann Cecil kein Engel? Das ist Bullshit. Vor allem, weil ich halt echt nicht viele Phönixfedern habe. So. Okay. Weiter geht's. Da ist eine Kiste. Mit Monster. Sehr schön. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich glaube, ich werde diesen Kampf nicht überleben. Ich werde es versuchen, aber ich kann halt echt nichts versprechen hier.
Du musst erst einmal Bluff. Ich hoffe, du stirbst nicht. Weil ja, jetzt soll es nämlich so wieder so ziemlich voll sein. Gott. Als ob du zweimal angreifst. Okay. Ja, Schneesturm, was auch immer. Ja, es war so klar. Es war so klar, dass er sterben wird. Ich meine, man versucht mal was. Es ist doch klar, dass es nicht funktioniert. Okay, ein Chisp. Ja. Wisst ihr, was das größte Problem eigentlich hieran ist? Ich habe ja davor nirgendwo gespeichert. Ich habe auch jetzt während den Parts nicht gespeichert. Also eigentlich muss ich diesen verfickte Schwurensohn. Entschuldigung, aber warum geht er immer genau dann auf den Heiler? Ich glaube, ich sollte erstmal alle wiederbeleben. Willst du mich verarschen? Jetzt verdammt nochmal Billy Porum wieder und lass sie endlich am Leben. Ich hasse dieses Spiel. Wie soll man denn bitte so schnell drücken und alles? So, jetzt sind alle anderen wieder tot. Oh ne, doch nicht. Huhu. Aber bis Porum steht, sterben die anderen wieder alle. Als ob du jetzt dran bist, Cecil. Was soll denn der Scheiß? Ja, und es war klar, dass sie jetzt wieder stirbt. Ich meine, ich belebe hier durchgehend wieder und alle sterben einfach nur. Und aber klar ist, er ist wieder tot, brauche gar nichts drücken. Und jetzt ist Cecil auch noch tot. Und hey, der Dragoner steht wieder alleine vor den Drachen. Und verkackt trotzdem, weil das scheiße ist. Aber so viel Schaden kriegt er echt nicht durch die. So, einmal eine kleine Heilung, auch wenn es nur zwei Charaktere sind. Das ist mir sowas von Wumpe. Aber die machen wirklich nicht viel Schaden auf Kane. So, einmal Cecil wiederbeleben. Dann kann er sich gleich wieder hinlegen. Ich glaube, ich belebe einfach mal mit ihr wieder. Wozu belebe ich die überhaupt wieder? Ist die Frage. Ja, weißt du was? Das ist jetzt echt die Frage. Wozu belebt überhaupt wieder? Kane, greif an. Ich hoffe, ich krieg diese Phönixfeder noch durch. Danke. Und tschüss. Wow, verfehlt was wie. Okay, das wird ein ziemlich anstrengender Kampf, sowas von. Aber was soll's. Ein Versuch ist es ja wert, ne? Und sobald ein Drache tot ist, kann ich eventuell mal überlegen, ob ich vielleicht doch was wiederbelebe. Der Schneesturm macht das mal, ist nur keiner da, ne? Jetzt sollte ich sowas von meiner Heilung in dich reinschmeißen. Ich habe ja nur zwei Explosionen, von daher benutze ich sie jetzt einfach mal. Wow. Also in späteren Final Fantasy ist halt die Explosion alles. Aber okay.
wie oft die eigentlich angreifen, bis ich einmal irgendetwas machen kann. Und ja, ich weiß, dass dieser rote Drache eigentlich der stärkere ist. Allerdings will ich wenigstens den schwächeren, haha, erstmal weghaben. Weil der wirklich einen Flächenangriff macht, was der rote halt scheinbar nicht macht. Oh, süß, 11 Damage. Ich meine, auch wenn die ziemlich oft angreifen, die machen halt wirklich nicht so viel Schaden auf Kane. Ich musste es ja sagen, ne? Spring endlich hoch, meine Fresse. Und stirb endlich, blauer Drache. Danke! Oh, Hitzestrahl. Okay. Okay. Dann... Ich hab doch bestimmt irgendwo noch ein Elixier, oder? Jetzt habe ich noch ein Elixier hatte. Da. Okay. Ich weiß, dass ich noch nicht an dem Punkt bin, wo ich wirklich ein Elixier benutzen sollte, aber es ist mir gerade sowas von egal. Und ich werde jetzt versuchen, die anderen wieder zu beleben. War klar, dass das passiert, aber hey, sein Balken hat sich immer in etwas gefüllt. Das heißt, wenn ich ihn jetzt nochmal wiederbelebe, sollte er an den Zug rankommen und so, ne? Ja. Hitzestrahl. Oh, Hitzestrahl geht auf alle. Okay, dann brauche ich es doch gar nicht versuchen mit dem Wiederbeleben. Okay, ich mache mit normalen Angriff genauso viel wie Sprung, also macht das so ziemlich gar keinen Unterschied. Ja, schmeiß ja mal eine Ex-Potion rein. Kleine Heilung oder so. Warum macht er mal so viel und mal so wenig? Das ist auch irgendwie komisch. Ich will nicht wissen, wie viele Erfahrungspunkte Kane hier nachbekommt. Alter. Und ja, tut mir leid, dass dieser Part jetzt so relativ für die Drachen drauf geht, aber was soll's, ne? Ich hab's ja davor erwähnt, dass die Dinger fucking stark sind und ihr seht es gerade selber. Dass ich nicht wirklich gelogen habe. Okay. Dann schmeißen wir mal ein Elixier an dich rein. Ich hoffe, es reicht an Heilung, was ich dabei habe, weil ja, ne, es sieht langsam ein bisschen knapp aus. So. Ja, und ihr so? Ich kann gerade nicht viel machen, außer angreifen, drücken und hoffen, dass Kane nicht stirbt. Holy shit. Wer bei Square Enix hat sich gedacht, dass diese Drachen eine gute Idee wären? Ja, ich muss noch Heilung reinschmeißen, scheiße. Habe ich vielleicht noch irgendwas anderes, was ich eventuell benutzen kann? Ne, sieht nicht so aus. Warum kann ich das Genji-Schild benutzen? What? Was wollte ich denn jetzt hier genau da? So. Also er greift immer zweimal an, während ich einmal angreife. Das ist auch nicht so schön, aber was soll's, ne? Ich kann halt nichts anderes tun. Außer hoffen zu überleben. Das Einzige, was ich noch eventuell machen könnte, wäre Porum wiederbeleben und hoffen, dass ich einen Vitaga mit dir durchbekomme. Ich glaube, das mache ich jetzt auch, bevor es zu spät ist. Ja, natürlich, kommt instant der Hitzestrahl. Aber man merkt wirklich, dass die Rüstung, die Kane trägt, krass resistet. Ihr habt gerade den Vergleich gesehen, was sie abbekommen hat und was Kane abbekommen hat.
Einmal wie Targa. Sehr gut. Hitzestrahl, ja gut, damit ist Porum wieder tot. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. 105.000 Gil, was? Zur Hölle. Und 77.500 Erfahrungspunkte für Kane. Ja, wenn er dadurch kein Level erreicht hätte, dann... Ja, ne? Und hey, ein Kristallschild. Leck mich doch am Arsch. Okay. Phoenixfeder. Porum. Nicht Items. Magie. Engel. Belebt die Idioten wieder. Ja, ich weiß, dass Porum keine MP mehr hat. Gut, dann. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich speichere einmal kurz. Auf meine Art. Und guck, ob da drinnen vielleicht ein Rastplatz ist. Da muss ich keine Items verschwenden. Sieht nicht so aus. Okay, dann muss ich eben kurz Items verschwenden. Was soll's? Oh Gott, das ist der letzte Torwälter. Ach ja. Ich will nicht sagen, dass dieser Kampf mich ziemlich hart zerstört hat, aber doch. Okay, aber hey, wisst ihr was? Ich habe das Spiel gespeichert. Immerhin etwas. Und ich habe ein fucking Kristallschild jetzt. Wuhu. Ich werde den sowas von Cecil geben. Wow. Naja, sehr viel besser ist er jetzt auch wieder nicht, aber hey. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich beende den Part an dieser Stelle. Also wenn es euch gefallen hat, schaut das nächste Mal wieder rein. Wir werden den Mond weiter erkunden und hoffentlich bald mal am Ende sein. Mal sehen, wie lange das Ganze noch dauert. Aber ja, bis dahin Leute und ciao.